So, hallo und herzlich willkommen auf dem schönen Kanal Angel Readings. Ja, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist gut drauf. Auch wenn man momentan so ein bisschen in den letzten Tagen das Gefühl hat, alles ist so ein bisschen schwer. Ja, die Menschen sind schwierig. Ja, die Stimmung allgemein ist schwierig. Überall ist so in der Energie so eine Schwere da, ja, aber ich bin noch gut drauf. Ich erkenne das, ich sehe das, ich spüre das, ich nehme das wahr. Aber es ist natürlich auch so, dass man halt dann irgendwie seinen Werkzeugkasten dabei hat und die richtigen Werkzeuge dann auspackt, um das nicht so nah an sich heranzulassen. Aber ich spüre schon so ein bisschen die Schwere. Ich spüre es auch in den ganzen Anfragen für die persönlichen Legungen, da ist auch so ein bisschen die Schwere da, die Hoffnungslosigkeit, so ein bisschen das Trübsein da. Die Energie ist wirklich momentan echt schwierig. Ich weiß nicht, ob ihr das auch spürt, merkt im draußen, im Umfeld allgemein. Also wenn ja, schreibt es mir doch auch einfach mal gerne in die Kommentare, ob das bei euch auch so spürbar ist, dass momentan so, ja, wie dicke Luft ist allgemein in der Energie. Also ich spüre das total. Ich bin da sowieso sehr, sehr feinfühlig. Aber wir wollen ja da trotzdem weitermachen. Ja, und zwar, ja, jetzt erst recht, ne? Und wenn die Luft noch so dick wird, wenn man sie dann schneiden kann, ja, wir sind gut drauf. Das kann alles passieren, wie es will. Interessiert uns nicht. Wir nehmen es wahr. Lass uns aber nicht an uns heran. Na, also wir sind da gut drauf. Wir sind dankbar für das, was wir haben. Wir sind froh und fröhlich. Wir genießen die Zeit. Wir ziehen uns die schönen Momente raus, die uns da am Tag begegnet sind. Erinnern uns an schöne Momente, die wir vielleicht in letzter Zeit hatten. Zehren davon. Ja, sprechen mit Freunden. Ich habe zum Beispiel gerade mit meinem Arbeitskollegen, mit dem Hermann telefoniert. Da haben wir wieder herzhaft gelacht. Also da gibt es schon gewisse Dinge, wo man sich wieder aufbauen kann. Na, wenn es dir ganz und gar schlecht geht, na, wie gesagt, kannst dich gerne an mich wenden. Es muss nicht immer ein Reading sein. Ich biete dir auch Telefonate an. Halbe Stunde, Stunde, Telefonat. Wenn es dir gar nicht so gut geht, dann baue ich dich natürlich auf. Ich gebe dir gerne was von meiner Energie ab. Ja, wird auch gerne genommen. Also von daher helfen wir uns quasi gegenseitig. Na? So, und jetzt nochmal ein kurzes Dankeschön an all die, die natürlich jetzt mal in mein schönes Gästebuch auf angel-readings.de geschrieben haben. Ja, da habe ich ja mein Gästebuch und ich bin ja total happy, wer da schon alles reingeschrieben hat. Diese ganzen lieben Worte, diese ganzen lieben Nachrichten. Also vielen herzlichen Dank dafür. Das ist auch etwas, was ich mir dann gerne mal anschaue. Das baut mich zum Beispiel auch auf, wenn da was zurückkommt. Na? So, wir wollen aber jetzt mal ein Tagesquickie machen. So, falls du noch nie dabei warst, Orakel, 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 was ist der Tagesquickie? Ja, wir schauen da mal rein in die Energie. Was erwartet uns denn Schönes? Und zwar, oh je, ich sehe es gerade, morgen ist schon wieder der 15.12. Und wir schauen mal in den Mittwoch rein. Wir gucken ja immer erstmal allgemein in der Energie, was gibt es denn da so Schönes? Dann schauen wir natürlich auch mal bei meinem Spezialgebiet rein, bei der Liebe. Was geht ab in der Liebe? Schauen wir mal bei Beruf und Finanzen, wohin mit unserem ganzen Geld? Und dann bitten wir natürlich noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Mittwoch, bevor wir dann eine Karte aus der schönen Happy Box ziehen. Okay, meine Lieben, wir fangen an. Ich bin gespannt. Eine haben wir schon. Da ist sie auch schon. Die Karte auf dem Teppich, wie immer. So, schauen wir mal in die allgemeine Energie rein. Okay, ja, ich sehe es schon auch gerade, was ich jetzt hier so angesprochen habe, mit dieser Schwere momentan so ein bisschen in der Energie, wo da fehlt einfach so ein bisschen auch die Leichtigkeit, aber davon darf man sich nicht anstecken lassen. Wir haben hier die Wege. Ihr seht ja der Mann auf der Karte links, ja, der kratzt sich so am Kopf. Ja, welchen Weg nehme ich denn jetzt? Welchen Weg gehe ich denn jetzt? Gehe ich den Weg der Schafherde? Lasse ich mich mit runterziehen in der Allgemeinenergie? Oder gehe ich vielleicht den anderen Weg in Richtung Sonne, in Richtung Leichtigkeit, in Richtung meine Welt, die da in Ordnung ist? In die Richtung, wo ich weiß, da ist es für mich gut, das tut mir gut, grenze oder blende vielleicht vieles aus, ja, dass ich wieder in meine Stärke komme.
Und die Stärke ist ja der Bär. Der ist jetzt hier auch gefallen, rechts. Der steht ja für Kraft, der steht für Stolz, für Autorität. Ja, der steht dafür, dass ich weiß, was ich will. Auch wenn ich hier vielleicht im Draußen so ein bisschen diese ganze Schwere wahrnehme. Ihr seht ja, der Mann, der sitzt so da, der schaut sich alles so ein bisschen an und der hat aber seinen Bären dabei und der steht für Kraft und für Stärke. Also, welchen Weg nimmst du? Was ist dein Weg? Richtung Schafherde oder Richtung Stärke? Na, das darfst du ganz alleine entscheiden. Ich glaube aber, ich weiß schon, wohin dein Weg dich führen wird. In Richtung Kraft, in Richtung Stärke, in Richtung Selbstwert, in Richtung Selbstliebe. Das ist aktuell ganz, 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 ganz wichtig. Für jeden von uns. Na? So, ja, also da schaut es doch mal schön aus. Da haben wir jetzt zwar nur zwei Karten, macht ja aber nichts. Die Geschichte ist wunderschön in der allgemeinen Energie. Und wir schauen jetzt dann mal weiter in der Liebe. So, was ist denn so ein bisschen in der Liebe da am Mittwoch? Wir wollen mal gucken. Was haben wir denn da Schönes? Ah, guck mal. Ja, da ist das Kind gefallen und der Hund. Also hier auf ein neues, ja, der Sache mit dem Wunschpartner vielleicht treu bleiben. Vielleicht ist er auch gerade so ein bisschen in der schlechten Stimmung, in der miesen Stimmung, oder vielleicht passt es gerade irgendwo nicht so besonders, aber es kann auch andere Gründe haben. Deswegen hier, ja, die Energie so ein bisschen dranbleiben, vielleicht neue Dinge probieren, nochmal neu anfangen, vielleicht aneinander aufbauen, loyal zueinander sein, treu zueinander sein. Das gilt ja, wenn du in einer Partnerschaft bist, sowieso. Treue, oberstes Gebot, Ehrlichkeit, Treue, Loyalität, ganz, ganz wichtig. Und das Kind hier vielleicht auch mal in der Beziehung, gerade jetzt, wo es halt so nass, trüb, grau, trist und bäh ist, mal neue Dinge ausprobieren. Ja, macht doch mal irgendwas. Spielt doch einfach mal ein Brettspiel oder so. Na, oder überlegt euch was Schönes, was ihr noch nie gemacht habt. Es gibt ja trotzdem immer noch Sachen, die man gerade so tun kann. Na? Also hier schöne Energien auch in der Liebe, der Beginn, der Neubeginn, die Treue, die Loyalität. Also da schaut es auch schön aus. Na? Ja, meine Lieben. So, so. Dann schauen wir jetzt mal und stellen uns die berühmteste Frage des Tages auf YouTube. Wohin mit unserem ganzen Geld? Ich Orakel, Orakel, Orakel. Und was kommt? Aha. Oh. Ja, da haben wir jetzt zum einen das Buch und den Brief. So, also das Buch natürlich, offenes Kapitel, neues Kapitel, geschlossenes Kapitel, Wissen, Geheimnis und hier eine Botschaft. Also es könnte für dich tatsächlich morgen am Mittwoch eine Botschaft geben, eine Nachricht, die so ein bisschen, ja, dich aus einem Kapitel herausbringt, über das du vielleicht schon ein bisschen länger nachdenkst. Du siehst hier, er sitzt da mit dem Buch und schaut so in die Luft, wartet vielleicht auf eine Botschaft in Bezug auf Finanzen und Beruf. Also da kommt vielleicht morgen eine gute Botschaft, eine gute Nachricht auf dich zu, in Bezug auf dein Geld, in Bezug auf deinen Job, deinen Beruf. Ja, vielleicht wartest du ja auf eine Nachricht, auf eine Förderung, auf eine Jobzusage, vielleicht auf eine Bestätigung, dass Geld kommt. Ja, weil hier geht es ja auch so ein bisschen ums Geld. Von daher auch hier keine schlechte Energie. Wir werden mal die Augen und die Ohren offen halten, was denn da so auf uns zukommt. Na? So, also es schaut gut aus. Wir wollen jetzt aber natürlich nicht aufhören. Wir bitten jetzt noch gemeinsam um eine Botschaft aus der geistigen Welt für den Mittwoch. Der Mittwoch, ja, bei uns in Bayern sagt man da das Bergfest. Na, wir sind dann über den Berg, was diese Woche angeht. Und da wollen wir doch mal schauen, was wir da so haben. Okay. Ah, ja, die Botschaft aus der geistigen Welt eigentlich ganz klar und passt auch sehr gut zur allgemeinen Energie. Die Schlange, das sind ja nun mal auch, ist ja nicht immer nur eine andere Frau, deine Rivalin. Eine Schlange kann natürlich auch ein Mensch in deinem Umfeld sein, der nicht so besonders gut für dich ist, der dir nicht so gut tut.
Ja, ganz besonders jetzt momentan in der Stimmung, in der allgemeinen Energie, in der etwas gedrückten Stimmung, wie ich diese wahrnehme, will dir die geistige Welt aber hier auch schon sagen, nimm mal deine Sense und schlag der Schlange den Kopf ab. Ja, diese Menschen, ist es nicht so schwer, die zu lokalisieren, die zu identifizieren, die um dich herum sind. Vielleicht ahnst oder weißt du schon, dass um dich herum privat oder auch beruflich jemand ist, der so ein bisschen hinterlistig unterwegs ist. Das heißt also, beende da mal ja den Kontakt. Beende mal das Zusammensein oder die Interaktionen mit diesen Menschen. Schau, dass du Abstand gewinnst von Menschen, wo du weißt, die sind vielleicht auch noch auf ihr eigenes Wohl aus. Die handeln nur so, dass es für sie gut ist. Also solche Menschen gibt es ja überall, ne? Und da ist die Botschaft aus der geistigen Welt eigentlich schon klar. Schlag der Schlange den Kopf ab. Ja, so kann ich das Video natürlich jetzt nicht nennen, dann werde ich vielleicht gleich gesperrt, aber die Botschaft aus der geistigen Welt ist glasklar. Schluss mit Falschheit, ja, Schluss mit Hinterlistigkeit, dass du deinen Weg gehen kannst. Na, also hier auch schön. Gefällt mir gut. So, aber nun zum Abschluss wollen wir natürlich immer noch zusammen eine Karte aus der schönen Happy Box ziehen. Die ist auch mal wieder dran. Na, und dann schauen wir da mal rein. Was denn da so Schönes auf meinem Teppich liegt. Ja. So. Ah, okay. Am Mittwoch ist ein guter Tag, um die Batterien aufzuladen. Also auch schön die Karte. Ich lese euch vor, was da drauf steht. Wer ständig sorgt, ist bald ausgebrannt. Sag den anderen heute, jetzt bin ich wichtig. Nimm dir eine Dosis Entstressen, Relaxen, Akkus auftanken und häng dabei ein Bitte nicht stören an deine Tür. Als Mr. oder Mrs. 1000 Volt stößt du die Tür wieder auf. Also auch eine ganz tolle Karte hier. Man soll sich natürlich auch, ja, passt sogar super zum Reading jetzt auch allgemein, sich schon auch gerne mal Zeit für sich selbst nehmen. Na, um zur Ruhe zu kommen, um in sich zu kehren, um Dinge zu verarbeiten oder wegzugeben, die einen innerlich ein bisschen beschäftigen. Also da ist es auch ganz wichtig, dass man sich so ein bisschen Zeit für sich selbst nimmt. Na? Ja, meine Lieben, das war sehr schön. Ja, ach so, die Unterseite des Decks, klar. Der Fuchs, ja, sei schlau. Ja, sei schlau und überlege gut, mit wem du dich umgibst. Überlege gut, was du in deinen inneren Kreis lässt. Gerade aktuell in der schweren Energie. Wir haben jetzt einen Haufen Portaltage vor uns. Da wird das Ganze nicht einfacher. Also schaut mal schön, dass ihr alle in eurer Mitte bleibt. Seid lieb zueinander. Wenn es euch gefallen hat, klar, zeigt es mir gerne mit einem Daumen rauf. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, wie ihr das zurzeit so wahrnehmt in der Allgemeinenergie, im Draußen. Und ja, wenn du magst, abonniere gerne den Kanal für persönliche Legungen, wie immer meine Nummer in der Infobox. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Seid lieb zueinander und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Servus, ciao, pfiati, arrivederci, adieu.